Ja, Mahlzeit, meine lieben Angelfreunde. Ja, wie ihr seht, heute mal nicht am Wasser, sondern direkt im Wasser, denn ich mache heute mal einen schönen Ansatz vom Boot aus, und zwar auf Raubfisch und Aal. Ja, und wie ich dabei vorgehe und ob es mir gelingt, einen Räuber oder einen Aal zu überlisten, seht ihr wie immer nach dem Intro. Also, bleibt dran! So Leute, den schwierigsten Part habe ich da vorne schon in der Nähe vom Ufer gemacht. Ihr seht ja, hier ist wirklich schön, so 3 Meter tief. Da macht es keinen Sinn, Köderfische zu stippen. Deswegen habe ich mir die direkt da vorne gestippt. Ja, der kriegt jetzt eh über die Mütze. Wird abgekehlt. Zack. Und aus dem mache ich jetzt die Schwimmblase raus. Dazu gehe ich hier hinten mit der Köderfischnadel einfach rein. Im besten Fall klappt es beim ersten Mal, im schlechtesten beim 10. Bei mir hat es jetzt beim 2. Mal geklappt. Schwimmblase geht ab ins Wasser. Jetzt kratze ich mir unten den Bauch ein bisschen auf. Zack, zack, zack. Kleines Loch rein. Luft rausdrücken. Ja, und dann kann quasi das Fischchen schon direkt an mein Stahlvorfach. Habe ich mir gerade selber gepresst. Bin so losgefahren wie ein Friseur ohne irgendwas. Also nicht ohne irgendwas, aber genau die Trommel mit den Stahlverfächern habe ich zu Hause vergessen. Habe mir jetzt hier so ein schönes System gemacht. Mit vorne im kleinen Drilling und hinten einem etwas größeren. Der größere geht bei mir hier hinten so schön in die Rückenflosse. Was ist Rückenflosse? Schwanzflosse. So, und da seht ihr mal, wie scharf die sind. Also hängt direkt im Finger. Und den anderen mache ich nicht direkt am Kopf. Falls mal ein untermaßiger Fisch kommt, da hat er den kleinen Schlund. Den mache ich hier so an diese Hasteflosse. Oh, biete ich den so im Wasser an. Dazu habe ich hier schon meine Montage. Alles fertig, habe ich alles schon zu Hause gemacht. Macht sich vom Boot aus eher schlecht. Wassertiefe haben wir hier jetzt 3,10 Meter. Ich hoffe, der Anker hält, nicht, dass ich es treiben beginne. Es ist aber sehr krautig und das Kraut ist so bei 1,50 Meter und ich will mein Fischchen über dem Kraut anbieten. Darum werde ich so die Höhe von 1,50 Meter anbieten und dann werde ich das Ganze, hier ist so eine kleine Kante, also ich stehe direkt, ich habe hier das Echolot auf dem Boot, kein Hightech nicht, bloß dass ich mal die Tiefen ein bisschen sehe, stehe hier so auf einer Kante und da werde ich ganz einfach mal das Fischchen anbieten. Jetzt haben wir noch eine Höhe von knapp 2 Meter. Werde ich mal ein bisschen runter reduzieren, also so bei auf 1,50 Meter. Ja, dann werde ich das Ganze einfach mal da rausschlunzen und mal ein bisschen treiben lassen. Das ist eigentlich schon die ganze Montage. Also kann es euch hier noch mal zeigen. Ein Fadenstopper. Durchlaufperle, hier oben eine Perle, die nicht über den Fadenstopper rutscht, und hier habe ich jetzt eine 17 Gramm Knicklichtpose dran, hier vorbebleit schön und dann unten halt ein schönes großes Fischchen. Vielleicht mache ich hier gleich noch eine leichtere Pose dran, ich sehe gerade, hier ist nur eine 3 Gramm Bleiolive dran, keine Ahnung, was ich mir dabei mal gedacht habe. Na, ich werde mir auf jeden Fall einen leichteren Schwimmer jetzt hier dran machen, gucken wir mal, was wir so mit haben. Zum Glück habe ich ja alles wohl sortiert in meiner Box. So. Zu leicht, zu schwer, zu groß, zu klobig, ohne Knicklicht, mit Knicklicht. Die sieht doch gut aus hier. 10 Gramm, optimal, oder? 3 Gramm Bleiolive und hier so ein 10 Gramm Schwimmer. Fischchen wiegt auch noch was, ist also für ein Hecht kaum Widerstand da und der nimmt sich das sowieso. Und die Pose sollte auch so leicht sein, falls sich mal ein Zander am Stahl verirrt, dass da auch noch der Zander beißt. Mal gucken, ob ich hier bleibe. Vor habe ich es erstmal, vielleicht setze ich auch noch mal um. Habe auf jeden Fall vor, die ganze Nacht hier zu angeln, also wirklich einen schönen Nachtansatz, so dass man richtig schön die langen Sommerabende jetzt ausnutzen kann und natürlich dann morgen früh die Morgenstunden
Oh, da hat es gerade geraubt. Dann werde ich doch mal direkt nach hier vorne werfen. Jetzt habe ich das Mikro fast mit eingewickelt beim Werfen. Also drehe ich mal mit rum. Will das mal leer machen, aufdrehen hier. Also ich habe jetzt hier schön hinten in diese Bucht geworfen. Also echt mega geil. Da hat es auch wirklich gerade schon geraubt. Hier ist auch überall Fischbewegung jetzt bei 30 Grad am Tag. Also da kommen die Fische wirklich erst abends in so seichte Bereiche. Und ja, jetzt werde ich mir hier ganz einfach Rutenbissanzeiger in diese Ösen von den Angeln stecken, damit ich auch mitkriege, falls ich da irgendwas baue, wenn ein Fisch abzieht. Ja, hoffen wir mal, dass vielleicht gleich was losgeht. Und jetzt kommen wir zur zweiten Montage. Ja, habe ich mal mit auf dem Frontstuhl genommen. Also hier habe ich mir jetzt einfach in Rutenbissanzeiger reingesteckt. Lege ich mir die Rute jetzt ganz einfach rein. Freilauf auf und dann kriege ich auf jeden Fall mit, falls ich mal nicht hingucke, wenn dann Fisch zieht. Und ja, wie gesagt, jetzt kann ich die zweite Rute fertig machen. Die werde ich auf die andere Seite genauso legen, so dass ich in der Spitze schön die Ruten habe, mich nachher da hinten hinsetzen kann und schön in Ruhe beobachten kann. Ja, ich habe mich entschieden, ich werfe für einen Aal einfach mal. Nachher baue ich hier noch Stahlvorfach an. Also wenn es Nacht ist, kommen mir die Hechte eh nicht so. Dann mache ich da noch eine leichtere Pose dran und eine schöne Zandermontage. Und hier werde ich auf jeden Fall mal auf der anderen Rute schön mit Pose ein Würmchen anbieten. Ich habe mich übrigens an so einer Stelle abgeangert. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Also hier ist es krautfrei. Hier ist wirklich die einzige Stelle hier so im Umkreis, wo es so richtig vom Ufer aus schön sandig reingeht. Also ohne Kraut. Und auf diese krautfreie Stelle wäre ich einfach, vielleicht nehme ich auch, lege ich so auf Grund. Nee, über diese krautfreie Stelle lasse ich einfach eine Pose ganz dicht über dem Grund treiben, in der Hoffnung, dass da abends ein Aal vorbeikommt. Und wenn nicht, ja, Wurm ist halt immer wieder geil, weil auf Wurm beißt ja so ziemlich jeder Fisch. Und ja, bevor ich gar nichts fange, fange ich auch mal zwischendurch einen Brassen oder was. Macht mir auch Laune. Viele werden sagen, oh, hätte ich gar keinen Bock drauf. Aber ja, mir gefällt es einfach, wenn irgendwas an der Rute rattert, bevor ich da die ganze Nacht sinnlos rumsitze. Und ja, Würmchen ist immer gut, wobei hier auch Welse drin sind. Vielleicht kommt hier auch mal ein kleiner Wels vorbei. Werden wir mal gucken. Auf jeden Fall baue ich mir jetzt mal eine schöne Wurmmontage. So Leute, also andere Rute muss ich wirklich vom Grund auf neu bauen. Da ist quasi noch keine Montage dran. Oh, dann seht ihr das wenigstens auch mal. Interessiert ja auch immer viele. Oh, halt, von Grund auf nicht. Hier ist noch ein Stopperknoten auf der Schnur. Den werde ich dann natürlich gleich nutzen. Man spart ja, wo man kann. Ja, Leute, ihr seht es vielleicht, also mir läuft der Schweiß. Es ist zwar jetzt schon gegen Abend, aber es ist immer noch richtig grün heiß. Also die letzten Tage war es richtig irre warm. Gucken wir mal, ob da überhaupt ein Fisch Bock hat zu beißen. Also man kennt das ja selber, wenn es so warm ist, hat man auch nicht so richtig Lust zu fressen. Ich hoffe ganz einfach mal, dass die... Das habe ich da gemacht, übel vorbei. Na, wer abrutscht, darf nochmal. Dass die Fische ganz einfach, irgendwann müssen die ja fressen, dass die ganz einfach in den Abendstunden Hunger bekommen und ja, sich mein Würmchen oder halt am besten noch mein Köderfischchen schmecken lassen. Ist immer interessant, wenn so eine Pose mit dem Köderfisch untergeht. Also ich liebe das einfach, also Köderfischangeln mit Pose. Ich freue mich schon, wenn im Oktober wieder die Hechtsaison losgeht. Also da habe ich richtig Bock drauf. Ah, Hechte zur Zeit beißen echt schlecht. Auch noch mit dem Boot jetzt die letzten Tage mal unterwegs. Aktiv, null. Also mal einen Anpacker, das war das höchste der Gefühle. Also echt irre zur Zeit. Also man hört auch von anderen Anglern, das ist gerade jetzt hier, wo es so warm ist und ja, auch völligste Badewanne. Die paar Wellen, die hier kommen, sind von Booten, die vorbeifahren. Absolut zurzeit nicht so wirklich läuft auf Raubfisch. Ja, nicht vergessen, wir haben Sommer. Da haben die auch genug andere Sachen zu fressen, außer unsere Köder. Darum will ich mich auch heute
nicht komplett auf das Köderfischen verlassen, sondern auch mal ein schönes Würmchen anbieten. Und ein Aal lässt sich am Wurm auch mal gerne schmecken. Muss ich auch mal ein bisschen Gas geben. Sonne geht langsam unter und ich habe echt null Bock im Dunkeln hier noch rumzubauen. So, also wie gesagt, Fadenstopper ist hier schon drauf, den nutze ich gleich. Schiebe ich mir einfach so eine Gummiperle drüber. Wenn ich sie dann durchgefädelt kriege. Zack. Dann so ein Durchlaufwirbel drauf. Machen wir den wieder. Zack. Noch eine Gummiperle. Schlaufe ich mir ganz einfach einen Wirbel ein. Wow, und das war schon die ganze Montage. So, ihr seht, also völlig simple Posenmontage. Das schneiden wir ab. Ja. Das hängt mir nicht nur zwischen die Zähne. Jetzt nehme ich hier so eine ganz einfache 4,5 Gramm Aalpose, hängen wir die ein, so, und die blei ich ganz einfach jetzt am Haken aus. Also ich mache mir kein Blei auf der Hauptschnur, sondern werde ich schön am Haken ausbleien und ja, werden wir jetzt gleich einen Wurmhaken nehmen und ausbleien und dann hier so schön ausloten, dass ich schön über dieser Sandbank liege. So viel und dann, ja, dann ist eigentlich das Warten angesagt und hoffen, dass was beißt. So Leute, angeln werde ich hier mit einem 2er Aalhaken. Hört sich erstmal groß an, aber die fallen relativ klein aus, hat aber 11 Kilo Tragkraft. Ja, für einen Aal ein bisschen viel, aber ich sagte ja anfangs, hier ist auch immer mal mit einem kleinen Wels zu rechnen oder mit einem Wels allgemein. Und wenn ich natürlich einen Wels dran habe, also wir reden jetzt hier nicht von 2 Meter plus Fischen, oder, sondern so von so 80er oder ja, mit viel Glück maximal 90er, aber in der Regel so um die 60. Die haben richtig Kraft und den will ich natürlich rauskriegen. Hänge ich mir ganz einfach jetzt in meine Hauptschnur ein, also meine Montage. Zack. Top. Da haue ich mir jetzt noch 2 so eine Schrotbleie drauf. Oder machen wir mal 3. Ach, die sind ein bisschen klein. Die großen habe ich schon alle vermehrt. Müssen wir 4 nehmen. Und immer dran denken, nicht mit den Zähnen machen. Das ist ungesund. Nehmt da wirklich die Zange. Die war schon jetzt runtergefallen. Seht man gleich auf. Also nehmt da wirklich die Zange und nicht die Zähne, so wie ich jetzt. Ja, ich muss ja auf negative Beispiele auch mal hinweisen, ja. Neulich schrieb einer,
irgendwo über Instagram oder so, ich hätte einen pädagogischen Auftrag oder was, wenn ich YouTube-Filme mache. Das sehe ich zwar anders, aber ja, jeder so wie er mag. Zack, für so eine Schrotbleie dran. Und das eine werde ich vielleicht ein bisschen weiter hochschieben. So, da sollte die Pose doch vernünftig stehen. Ach Leute, ich sage euch das, so herrlich wie das aussieht hier mitten im Wasser, so kompliziert ist das eigentlich auf dem Boot, weil ja, es ist gar nicht mal so viel Platz hier. Zeig mal, steht die Pose schön. Ah, wunderbar. Ach, sieht gut aus. Also, die ist jetzt nicht ganz hier am roten, sondern hier so am schwarzen, aber ich denke mal, das reicht. Ja, also im Aal macht da wenig Federlesen eigentlich. Und ja, jetzt kommt das Würmchen dran. So Leute, ich habe mal in der Zwischenzeit gelotet. Knicklichtpose habe ich auch schon drin. Und jetzt wird es echt Zeit. Ihr seht es gleich da hinten irgendwo. Geht die Sonne unter, das Fischchen rauszubringen. Ich habe so schöne, leckere Tauwürmer. Schön auf meinen Haken auf. Also hier so auf dem Schenkel. Und dann steht da hinten so ein Rest über. Ich kneipe das immer ab. Und ziehe dann diese abgerissene Hälfte schön so drauf. Da habe ich hier ein quirliges Bündel. Dann habe ich hier irgendwo in meinem Chaos hier haben wir es, eine Büchse mit Lockspray, in dem Fall ist das Blutwurm. Mache ich jetzt zwei so Spritzer drüber, natürlich über Wasser und nicht im Boot. Ich will nicht, dass es die ganze Nacht nach Blutwurm stinkt. So, und jetzt, meine lieben Angelfreunde, da hinten, ich versuche es mal irgendwie drauf zu kriegen. Also da hinten sind schon so ein paar Blubberblasen. Da habe ich auch gelotet. Schmeiße ich das jetzt einfach mal hin. Und warte auf die Dinge, die da passieren. Die Wurmrute lege ich mir jetzt einfach mal, stecke ich mir ganz einfach hier rein, weil ich denke mal auf Wurm, ja, wird vielleicht noch ein bisschen Friedfisch unterwegs sein, die sich den jetzt rein snacken wollen. Und ja, da bin ich einfach schneller ran, ehe ich in die Spitze gelaufen bin. Aber jetzt muss ich wirklich erstmal Ordnung machen. Also ja, kommt mal her. Guckt mal hier runter. Also man kann kaum treten. Überall liegt Zeug rum, steht Zeug rum. Ja, ich mache mal Ordnung. Und ja, dann hoffen wir mal, dass in der Zwischenzeit schon irgendeine Pose untergeht. Sieht das nicht geil aus? Sieht da hinten die Pose? Also ich liebe einfach dieses Knicklichtposenangeln. Also und wenn man nur lange genug drauf guckt, auch wenn sich nichts tut, bildet man sich ein, die Pose geht unter. Es ist einfach so. Und ja, es macht einfach Laune. Auch wenn die Pose dann wirklich untergeht, wie die fein so wegzieht. Manchmal sieht man die dann so ein Stück über der Wasseroberfläche wandern. Und ja, dieser Moment, schlage ich jetzt an, schlage ich nicht an, der ist einfach hammer mega geil. Und ich hoffe mal, dass heute eine von den beiden Posen untergeht. Wie gesagt, hier werde ich nachher ein bisschen feiner fischen, da werde ich dann das Stahlvorfach auch wegmachen, so wie es dunkel ist jetzt, aber wenn es hell ist, ist immer mal noch mit dem Hecht zu rechnen, darum angle ich jetzt hier erstmal schön mit Stahl, ist einfach sicherer. Nachher nehme ich auch Fluchhockerbohnen, ist auch relativ hechtsicher, also konnte auch schon gute Hechte mit Fluchhockerbohnen fangen, also ich nehme da 45er Fluro und das hält eigentlich beim Hecht, aber besser ist natürlich immer ein Stahlvorfach. So, wie gesagt, ich mache mal Ordnung.
Leute, sieht das nicht mega cool aus hier? Also echt geil. Nee, ich bin nicht besoffen, das ist durch das rote Sonnenlicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Echt geil. Also auch hier draußen auf dem Wasser. Ich bin jetzt nicht so weit weg vom Schilf, aber kaum Mücken. Also dort am Schilf, da ist recht extrem. Aber hier geht's. Keine Ahnung, ob die nicht so weit rausfliegen, weil hier vielleicht keine Beute ist. Aber ja, wird auf jeden Fall eine mega coole Nacht. Der Olli will vielleicht nachher noch kommen. Der ist hier noch aktuell mit dem Boot unterwegs beim Spinnern. Also der versucht noch ein paar Zander in Abendstunden rauszukloppen. Mal gucken, ob ihm das gelingt. Und ja, auf Raubfisch hatte ich schon die erste Aktion. Also Pause war mal kurz weg, kam dann aber gleich wieder hoch. Ich vermute fast, ich bin im Boot getrampelt. Da hat der Fisch sich erschrocken oder was. Aber erste Aktion. Gucken wir mal, was die Nacht noch so bringt. Aber guckt es euch doch an, ja. Mega geil, oder? Da hinten ist schon der Mond. Also wirklich cool. Und vor allem, hier muss man noch keine Angst vor Wildschweinen und so haben. Es sei denn, die können gut schwimmen und haben Bock auf Boot fahren. Das hoffe ich mal nicht. Und jetzt hoffe ich mal, dass hier irgendeine Pose untergeht und da ein ordentlicher Fisch dran hängt. Also, drückt die Daumen und wünsche fettes Petri Ei. So, meine lieben Angelfreunde, vielleicht seht ihr es im Hintergrund, vielleicht auch nicht, ist ja schon ziemlich dunkel. Ich hatte ja gesagt, der Olli treibt sich hier auf dem See rum und der kommt zu mir, aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Ich bin jetzt zu ihm gefahren, weil da hinten war jetzt so viel Kraut irgendwie, also meine Posen hat es immer wieder ins Kraut getrieben. Hat auch schon erst einen Biss, der hat sich im Kraut festgeschwommen. Ja, und so bin ich zu Olli gefahren und ja, jetzt liegen wir schön nebeneinander. Der Olli ist dort. Na hallo, meine lieben Angelfreunde. Also wie gesagt, Marco ist gerade zu mir gekommen. Ich denke mal, ich habe eine schöne Stelle gefunden. Wie ihr seht, Schilf im Hintergrund, aufsteigende Kante. Klingt eigentlich recht vielversprechend. Und da Marco ja sehr viel oder beziehungsweise erheblich mehr vom Angeln versteht als ich und gesagt hat, er kommt zu mir, denke ich mal, dass die Stelle sehr gut sein kann. Ja, auf jeden Fall habe ich schon die erste Rute liegen und ja, ist auf jeden Fall mal, oh, ist ja ein bisschen dunkel, ich mache mal Licht an. Auch das wird zu hell. Also ist auf jeden Fall nicht so verkrautet wie da hinten und habe jetzt auch direkt die Hechtmontage abgemacht und habe mir jetzt hier an beiden Ruten, Würmchen habe ich auch weg, so ein kleines Fischchen dran gemacht. Auf der Kamera wirkt es wirklich riesig, aber es ist wirklich nur so, nicht mal ein Finger groß, also ich kann es hinterm Finger verstecken. Habe ich auch schon abgekehlt, Schwimmblase raus. Ja, hier habe ich gleich die Montage so genutzt wie vom Wurmangeln, habe jetzt bloß vorne in Blei noch dazu gemacht, Knicklichtpose 5 Gramm. Ja, völlig simple Zanderangelei. Ich hoffe mal, dass die nach Zander gehen. Ich bin ja froh, dass jetzt ein bisschen Wind aufgekommen ist. Vor uns war ja wirklich absolute Badewanne und ja, Wellen sind natürlich immer gut fürs Beißverhalten der Fische und ich hoffe ganz einfach mal, dass diese Nacht irgendwas geht. Vielleicht ein schöner Aal oder schöner Zander. Zack, Ganze werfe ich da raus. Gucken wir mal, hier hinten ist so ein kleines Ufer, hier ist so ein bisschen Steinpackung. Also wir sind so 20 Meter vielleicht vom Ufer weg und es fällt hier so langsam ab. Also eigentlich übelster guter Hotspot. Man könnte hier, nee, kann man nicht, hier ist ja dieses, na hier sind so Dinger direkt für Boote zum Festmachen, weil hier so eine Slip oder eine Durchfahrt ist. Die muss man halbstündlich irgendwie, muss man sich ja festmachen, kann durchfahren. Genau, habe ich mich jetzt da nicht beschäftigt. Also von hier aus kann man quasi in den nächsten See fahren. Und ja, hier haben wir uns festgemacht. Ist auch erlaubt, haben extra beim Hafenmeister gefragt. Und laut Angel-App ist hier auch das Angeln nicht verboten. Also hier muss man wirklich aufpassen auf diesen See. Da hinten der Bereich ist zum Beispiel komplett gesperrt. Also da muss man wirklich in der App gucken, dass man sich hier im rechtlich vernünftigen Rahmen bewegt. Ich hoffe mal, das haben wir alles gemacht. Also wir haben uns beim Hafenmeister erkundigt, haben in der App geguckt und ja, jetzt können wir nur hoffen, dass so irgendeine Pose untergeht. Olli fischt jetzt übrigens noch auf Hecht und ich weiß nicht, ob er nachher auch noch auf Zander umbauen will.
werden wir sehen. Ich lasse auf jeden Fall meine Zanderruten liegen und morgen früh, so wie es hell wird, werde ich dann wieder schön Stahl anhängen und mir so handgroße Köderfische dran machen und die dann hier schon so schön dümpeln lassen und einfach mal gucken, ob morgen früh vielleicht ein Hecht geht oder vielleicht eine Nacht schöner Zander. Ihr seid auf jeden Fall dabei, wenn irgendeine Rute abknallt. Ihr seht, es wird immer dunkler. Kamera gleicht das ein bisschen aus. Also in Wirklichkeit ist es wirklich schon viel dunkler wie dort in der Kamera. Also ich sehe es ja hier auf dem Bildschirm. Und ja, es dürfte eigentlich schon die heiße Zeit sein. Also eigentlich wäre ich nicht mehr weggefahren, weil ja, die heiße Zeit ist eigentlich schon. Aber wie es halt manchmal so ist, wenn die Stelle kacke ist, warum soll ich mich da die ganze Nacht hinsetzen und nur mit Kraut Ärger haben, wenn dann Fisch beißt und ins Kraut schwimmt und den dann loslässt. Gerade bei den zickigen Zandern ist es ja so wie die da irgendeinen Widerstand merken, spucken die das Fischchen meistens wieder aus. Und da denke ich mal, ist das hier schon viel besser. Also hier sind auch krautige Stellen, aber halt nicht so viele. So, aber wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Drückt die Daumen, dass eine Rute abpfeift und dass wir hier einen schönen Fisch am Bord sehen. Biss für alle auf die Pose und hängt. Hängt. Oh, was Gutes. Guck mal am Kescher bitte. Oh, das ist schon was Gutes. Ein kleiner Wels. Oh, schön. Schön. Ja, jetzt. Oh, schön. So, einen kleinen Schniepelwels gefangen. Was weiß ich, 50, 60 Zentimeter. Aber war ein sehr schöner Drill. Und ich hoffe mal, da kommt noch ein bisschen was. Also drückt mir die Daumen. In diesem Sinne. Leute, da haben wir einen ersten Fisch auf dem Köderfisch. Ich weiß nicht, was es ist. Es ist einfach nur brutal. Hey, der wird's geil, Kapitän. Oh. Also, wenn das ein Zander ist, dann ist es Zander meines Lebens, Leute. Heute wird's geil, Kapitän. Oh, Leute. Hilfe. Oh. Oh, Wels.
ein Waller. Und nicht mal ein schlechter. Junge, Junge, Junge. Oh. Petri, Leute. Eine Tüte. Mega. Richtig geiler Wels. Geil. Oh. Leute, das war ein Kampf. Ich habe euch erst ein bisschen später zugeschaltet. Aber ich kann euch sagen, da ist ein richtig schöner Wels im Kescher. Und den gucken wir uns jetzt mal an. Geil. So Leute, hat es geklappt. Auf die Köderfischmontage. Hose ging unter. Ich dachte erst, ich habe einen Hänger. Aber ne, da haben wir hier im wunderschönen Waller von 1,16 Meter und richtig fett, richtig schwer. Wahnsinn, ich kriege ihn ja nicht richtig drauf, die Kamera. Also, ich habe gedacht erst, meine Güte, was ist das, ein Hänger oder was? Und mit einmal rannte der Kollege los. Wirklich mega geil, 1,16 Meter Wels, top. Hat auch noch auf den Sitz geschissen, ja, oh, und das stinkt, Alter. Ja, Leute. Der Wels war zwar schön, aber guckt euch mal an, was der mit meiner Schnur gemacht hat. Ja, jetzt ist erstmal fitzen oder neu bauen. Ha, aber für so einen Fisch fitzig und baue doch gerne neu. Petri, würde ich mal sagen. Petri, richtig geil. Freue mich wie Bolle, ehrlich. Alter, das war doch mal ein Fisch, oder? Also ich habe hier auch gleich mal ein bisschen Ordnung im Boot gemacht. Also was der auf jeden Fall gemacht hat, der Fisch, der hat mir erstmal schön ins Boot geschissen und ich kann nicht sagen, Waller Scheiße riecht richtig abartig, also ich habe fast gekotzt, das war wirklich widerlich, schön hier mittendrin der Haufen, ekelhaft kann ich euch sagen, das muss ich jetzt erstmal rausputzen, mit dem Lappen ein bisschen Boot ausgewischt, alles wieder sauber, aber eine sehr unangenehme Erfahrung, aber ist mir egal, so ein Fisch, ja, ist es mir einfach wert, geil. Vielleicht kommt noch was. Ansonsten bin ich schon mega happy, dass, ja, dass ich wieder mit Fisch belohnt wurde. Geil! So Leute, wir haben jetzt in Morgenstunden nochmal umgesetzt und die Hechtposen hier platziert. Und ja, was soll ich sagen? Fischchen lag jetzt 4-5 Minuten. Zack, Pose schlagartig weg. Jetzt warte ich mal, bis er ein bisschen Schnur nimmt. Steht. Na, wie man es macht, ist verkehrt. Jetzt nimmt er Schnur, Leute, seht ihr das? Oh, hängt. Fühlt sich nicht allzu groß an, aber nicht. Ah, kleiner Spritzer. Aber völligst egal. Ach, ab. Schade. Da steht er noch. Ja, aber war bloß wirklich ein kleiner Spritzer. Vielleicht hier 40, mehr wird er nicht gehabt haben. Aber es hat funktioniert. Mein Fischchen treibt da noch rum. Das werde ich gleich wieder nehmen. Mega cool. Yes. Also Fischchen. Zeig's euch mal, das treibt da noch. Werde ich mir jetzt einen Kescher nehmen und mein Fischchen wiederholen. Und das kommt direkt wieder dran und dann geht's an dieselbe Stelle. Yes! So Leute, bin mal schnell bei Olli aufs Boot gesprungen. Denn den seine Hechtpose ist jetzt auch schön am Untergehen. Ich weiß nicht, ob man sieht, die liegt da hinten, also geht immer schön bing bing, spielt ganz schön rum. Vor einer Minute hingeworfen. Auf jeden Fall mal hochgradig interessant, wenn so eine Hechtpose langsames Wandern anfängt. Also die ist jetzt ein bisschen unten. Ist aber nicht ganz unten mehr, also die kam mal kurz hoch, komplett wieder und jetzt ist sie
Naja, so viel guckt noch raus. Keine Ahnung, ob er jetzt frisst. Denke mal, Olli, wirst du es jetzt machen, wenn er das nächste Mal zieht, oder was? Wenn er zieht, werde ich anschlagen, ja. Jetzt zieht er ab, hä? Jetzt zieht er. Der zieht, Olli. Jetzt gebe ich ihm an. Hängt. Hängt. Das ist meine mit aufgesammelt. Ja, ja, bewegt sich auch. Ja. Ich habe gesagt, leg die doch dahin. Oh, ein schöner. Ja, danke. Einen schönen Hecht gefangen im Morgenstund, 86 cm. Hat richtig Freude gemacht und hoffentlich geht es so weiter. So Leute, nach dem kleinen Schniebelhecht und Olli sein Hecht kam jetzt eine halbe Stunde nicht mehr und ich fahre jetzt hier einfach mal mit dem Elektromotor ein bisschen in so eine Bucht. Und da stand man, also da hinten diese grüne Gatter. Und ja, Spotwechsel ist beim Hecht ja immer wichtig. Gucken wir mal, ob hier, also hier sieht es doch richtig aus, ob hier irgendwo ein Hecht steht. Richtig schön idyllisches Ansatzangeln ist das hier. Guckt euch das mal an. Schön zwei Hechtposen draußen, schön an der Schilfkante lang treiben lassen. Das macht schon Laune. Wenn jetzt noch eine Pose nochmal untergeht, wäre es natürlich mega cool. Und wie gesagt, da vorne eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde ging gar nicht mehr. Ihr seht schon, Jacke habe ich auch aus. Also Temperaturen ziehen schon wieder sehr stark an. Denke mal, die Beißzeit wird gleich vorbei sein, wenn sie das nicht schon ist. Ja. Gucken wir mal, ob wir noch was rausboxen können. So, meine lieben Angelfreunde, wir haben die Ruten weggepackt mit den Köfis. Werden jetzt noch ein bisschen aktiv angeln. Hier mit so schön, na, da, mit so schön großen Ködern. Das wird aber eine andere Geschichte. Ja, die Angelnacht war recht erfolgreich. Wir hatten ein 86er Hecht heute Morgen. Ich habe einen kleinen heute Morgen verloren und in der Nacht natürlich bei mir den hammergeilen 1,16 Wels und der Olli nochmal in, ja, was wird denn erbt haben, um die 60 rum und ja, war auf jeden Fall mega geil. Die Nacht hatten wir noch ein paar kleinere Wels, also hier wirklich so eine 15-20 cm Ausgaben, die haben uns auch ganz schön geärgert, also die waren immer mal in Köderfischen, haben da rumgekatscht. Ja, ansonsten mit Zander und Aal hat es nicht geklappt, aber hat trotzdem mega Spaß gemacht. Also bei dem Fisch, den ich rausgeholt habe, da muss ich auch mal sagen, da verzichte ich auch mal gerne auf den Aal und den Zander. Also der Drill, der war schon echt heftig, hat richtig Laune gemacht. Die Rute, die war also wirklich richtig, ich dachte jeden Moment macht Knack und die bricht, aber es hat alles gehalten. Da zahlt sich wieder aus, dass man doch ein bisschen derber fischt. Ja, gerade an so einem Gewässer, wo immer mal mit dem Wels zu rechnen ist. Und ihr habt gesehen, ich habe ihn rausgekriegt und ja, schönes Tier. Hat ihn auf jeden Fall schön ins Boot geschissen. Das habe ich die Nacht noch rausgewischt. Also es hat richtig übel gerochen. Also es stinkt immer noch. Wäre jetzt dann also, wenn wir hier rausgeslippt haben, erstmal das Boot richtig mit Wasser ausspülen hier. Und ja, nichtsdestotrotz, wenn es euch gefallen hat, macht einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das ist Angeln. Also, haut rein!